Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ja, was sage ich? Ich habe es erwartet, dass so viele schicke Damen da sind. Was soll ich sagen? Und zwar, meine erste Frage wäre, für die, die es noch nicht wissen, was macht die Marke Klöckler bei den USAs aus? Grundsätzlich ausmacht, ist, dass ich mit 7 Jahren beschlossen habe, die Frau zu einer Prinzessin zu machen und dass ich auch gesagt habe, jede sollte die Möglichkeit haben, Luxus sich leisten zu können und ich immer schon eine Freude an schönen Farben hatte, an schönen Farben und an prächtigen Farben. So, denke ich, haben wir eine wunderbare Kooperation geschaffen, die auf der einen Seite ein hochwertiges Produkt herstellt, auf der anderen Seite eben auch den Luxus und den Glamour, den Harald Klöckler ausmacht oder der Harald Klöckler perfektiert. Dankeschön. Wir haben hier die neuen Farben von der neuen Winterkollektion und da fragen sich natürlich jetzt die Leute wieder, was ist davon jetzt Ihre Lieblingsfarbe? Also, ich finde sie alle toll, sonst hätte ich sie nicht gemacht. Das ist grundsätzlich mag ich alle diese Farben. Ich persönlich mag das Rot sehr gern, ja. Dieses wunderbare, schöne Purpurrot. Das finde ich sehr schön, aber ich mag sie alle. Und wie sollte denn die Prinzessin ihre Nägel tragen? Ach, sie sollte so fahren, wie sie lustig ist und ich bin ja immer nicht so sehr für Vorschriften machen. Die nächste Frage, was ich immer wieder von den Jahresstudios gefragt werde, wo Sie ja auch schon ein Interview im Fernsehen hatten, Erfolgsgeheimnisse, was könnten die Jahresstudios machen, um noch erfolgreicher zu werden? Ich würde bis 12 Uhr abends aufladen, so fängt schon mal an. Da kann man noch erfolgreicher werden. Und einen Rundum-Service bieten, ja. Also auch den Menschen nach Hause kommen und grundsätzlich gibt es nicht, geht nicht. Also das ist, denke ich, und wenn man mehr Erfolg haben will, muss man mehr arbeiten. Es gibt kein anderes Rezept, leider. Uns alles mit den Farben von mir gemacht. Auch so Vintage-Style, das war jetzt sehr, sehr in gewesen auf den Nägeln. Hier haben wir von unserer Frau Münzenberger, mehrfache Meisterin und unsere neue Kollegin. Ich habe sehr kreative Nägel gesehen, auch mit Schmuckelementen, die mir sehr gut gefallen haben. Es ist unter die Aufgabe, Kunst zu machen, ist unterschiedlich interpretiert worden. Was mich freut, ist die Faszination. Sie haben einen schönen Ding und die sollten sich auch nie nähen lassen. Und es ist ganz wichtig, dass man auch in schwierigeren Zeiten sich auf das Schöne fokussiert. Denn das andere kommt sowieso. Ja, alles gut, ich wünsche einen wunderschönen Advent, ich wünsche eine wunderbare Weihnachtszeit und Gottes Segen und dann ist es gut. Okay, Dankeschön. Vielen Dank. Und natürlich ein großes Dankeschön, einen großen Applaus für Frau Kamal, die das alles hier wunderbar organisiert hat und ohne die sie und ich auch nicht da wären. Ja?